Na Klink, am Ende 2-1, ein Kämpfsieg, aber ein verdienten Sieg. Ja, auf jeden Fall. Mit dem 1-1 haben wir uns, da waren wir ein bisschen unsicher in der Phase, aber ich denke, wir sind gut zurückgekommen, haben da ein bisschen umgestellt und es war dann vom System her viel besser und haben dann auch verdient das 2-1 gemacht, ja. Mhm. Freiburg war am Anfang ein bisschen stärker, da habt ihr das Spiel aufgenommen und den 1-1 zu Pause, der war schon klar. Ja, also klar, am Anfang, das war, wir waren ein bisschen überrascht, glaube ich, wir waren noch nicht ganz da, aber haben es dann gut in den Griff bekommen und hatten dann auch ein paar Chancen und dann haben dann verdient das 1-0 gemacht, ja. Wie vergangene Woche warst du ganz wichtig im Spiel selbst? Du bist in sehr guter Verfassung die letzte Woche. mit ganz guten Paraden, sind ja auch nötig für das Team, ne? Ja, ich freue mich, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann. Ich denke, wir sind in diesem Jahr auf allen Positionen echt noch mal stärker als in den letzten Jahren. Und ich freue mich, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann. Es steht nun auf Platz 5. Ist das höher dann erwartet? Wir haben uns am Anfang der Saison schon hohe Ziele gesteckt. Wir stehen jetzt vor den Mannschaften, vor denen wir stehen wollen. Und so kann es weitergehen. Mhm. Wie erklärst du eigentlich die Steigerung gegenüber nächstes Jahr, wenn eine gute Spielerin wie Merle noch weggeht? Wie bitte? Eine gute Spielerin wie Merle ist noch weggegangen, ja. Und trotzdem ist es eine ganz andere Mannschaft. Ja, genau. Wir sind viel mehr als Team zusammengewachsen als in den letzten Jahren. Wir stehen jetzt als Einheit da auf dem Platz. Wir haben aber auch, klar, Merle war ein Verlust, aber wir haben auch viele gute neue Spielerinnen dazu bekommen, die Breite des Kaders und dadurch halt auch der Konkurrenzkampf ist höher und Thomas Eichner, der Führer hier, der hat gesagt, der möchte die Frauen auch Bayern-like haben. Ist das eine gute Sache, denkst du, auch für die Frauenmannschaft? Ja, wir merken auf jeden Fall, dass sich da im Sommer was getan hat. Wir merken seine Unterstützung und wir haben hier so eine hohe Wertschätzung im Verein und da freuen wir uns drüber. Ja. Mhm. Und der möchte auch eine Top-Adresse für Frauenfußball sein mit die Bayern Leverkusen. Ja. Schön zu hören. Okay. Letzte Frage, was machst du nun zum Ende des Jahres und was wünschst du dich für 2021? Ja, jetzt ein bisschen runterfahren. Ich denke, das Jahr war anstrengend. Was da in der Welt im Moment passiert, das ist, wir können froh sein, dass wir Fußball spielen dürfen. Für 2021 wünsche ich mir natürlich, dass das Ganze ein bisschen zurückfährt, dass es weiter so, also dass es nicht mehr in die Richtung geht, in die es jetzt zum Ende des Jahres geht. Okay, dann wünsche ich Ihnen eine ganz gute Weihnachtszeit und auf das nächste Jahr. Auch so, danke.